Ja, hallo liebe Freunde und herzlich willkommen hier endlich mal wieder zu einer neuen Folge von Ich beantworte eure Harry Potter Fragen. Grund für die relativ lange Pause nach den ersten drei Folgen ist vor allem der große Aufwand, welcher hinter jeder einzelnen Folge steckt, aber ich werde mir in Zukunft etwas energischer in den Arsch treten, damit dieses Format etwas regelmäßiger kommt. Auch heute habe ich wieder meine Kommentare nach euren Harry Potter Fragen durchsucht und bin selbstverständlich auch wieder fündig geworden. Sollte eure Frage nicht dabei sein oder sollte euch eine neue Frage einfallen, dann kommentiert sie unter diese Folge mit dem altbekannten Hashtag Thema für LBH. So viel zur Einleitung und jetzt viel Spaß mit dieser vierten Folge von Ich beantworte eure Harry Potter Fragen. Let's go! Die erste Frage, die ich heute beantworten möchte, kommt von Franka de Jong und sie fragt: Im ersten Teil von Harry Potter wird gesagt, dass wenn Einhornblut die Lippen berührt, man verflucht weiterlebt. Aber inwiefern ist man dann verflucht? Erstmal danke für diese coole Frage, Franka, auch wenn diese vielleicht nicht ganz so einfach zu beantworten ist, da der Fluch an sich nicht bekannt ist. Doch warum habe ich diese Frage dann trotzdem hiermit aufgenommen? Ganz einfach. Zuallererst würde ich gerne eine weit verbreitete Theorie widerlegen, die in Bezug auf diese Frage häufiger genannt wird und auch häufig als Fakt abgestempelt wird, obwohl dies nicht der Wahrheit entspricht. Denn viele sind der Meinung, dass der Fluch schuld daran gewesen wäre, dass Voldemort Quirrell aus dem Hinterkopf wuchs. Doch dies hatte nichts mit dem Mord des Einhorns zu tun, da Quirrell bereits vor dieser Bluttat von Voldemort übernommen wurde. Um genauer zu sein, kurz nachdem Quirrell Voldemort in Albanien fand. Was der Fluch im Genauen bewirkt, kann man nur mit Hilfe von Theorien beantworten. Da dieses Format aber nicht auf Theorien basiert, überlasse ich das mal euch. Schreibt also gerne mal eure persönliche Meinung zu diesem Thema unten in die Kommentare. Eine Sache würde ich aber nochmal kurz dazu sagen. Und zwar gibt es noch einen Irrtum, der durch die Harry Potter Filme entstanden ist. Dort sagt nämlich der Zentaur Firenze zu Harry Potter, dass sobald das Blut des Einhorns die Lippen benetzt, man ein verfluchtes Leben erhält. Und ja, ich weiß, das war jetzt kein genaues Zitat, aber ihr wisst, was ich meine. Aufgrund dieser Konversation könnte man denken, dass das Trinken des Einhornbluts einen verfluchen würde. Dies stimmt aber so nicht ganz. Die eigentlich verbotene Tat dahinter ist, das Einhorn zu ermorden. Denn diese gelten in der Harry Potter Welt als die unschuldigsten und reinsten Geschöpfe überhaupt. Mit Voldemorts Bluttat ein Einhorn zu töten, wollte man das durch und durch Böse in ihm hervorheben und vor allem seine skrupellose Vorgehensweise, um an die Macht zu kommen. Beziehungsweise um ein unendliches Leben zu erhalten. Denn für dieses Ziel würde er vor nichts und niemanden Halt machen. Nicht mal vor einem Einhorn. Die nächste Frage stellt mir der gute Henry Bikowski und er fragt: Wieso ist eine Phönixfeder für Zauberstäbe so wertvoll? Das, lieber Henry, erkläre ich dir gerne. Wie bereits bekannt sein dürfte, gibt es sehr viele verschiedene Kernmaterialien, unter anderem auch von verschiedenen magischen Tierwesen. Zum Beispiel von Drachen, vom Einhorn, vom Donnervogel, vom Troll, vom Testral und natürlich auch vom Phönix. Manche dieser Kernarten sind jedoch einfacher zu erhalten als andere. Und auch eine gewisse Limitierung spielt hier durchaus eine Rolle. Denn genauso wie das Einhorn vorhin hat auch der Phönix einen sehr ehrvollen Ruf in der magischen Welt und kann auch normalerweise nicht einfach so als Haustier gehalten werden. Die wichtigste Voraussetzung ist hier nämlich, dass der Phönix und dessen Halter eine innige und gegenseitig respektvolle Beziehung miteinander führen. So wie zum Beispiel die von Dumbledore und Fawkes. Dies zu erreichen wäre die erste schwierige Hürde, um an die Feder des Phönix zu gelangen. Doch darüber hinaus ist es auch zwingend erforderlich, dass der Phönix seine Schwanzfeder freiwillig abgibt. Und bis er dies tut, können Jahre vergehen. Fawkes gab zum Beispiel in seinem gesamten Leben nur 2 Federn ab. Eine davon wurde in Harry Potters Zauberstab eingebaut und die andere in den Zauberstab von Tom Riddle. Dies sind wohl die wichtigsten Argumente für den hohen Wert eines Phönixfeder-Zauberstabs. Doch sollte man auch nicht vergessen, dass solche Zauberstäbe eine sehr breite Palette an magischen Fähigkeiten besitzen. So neigen sie zum Beispiel dazu, eigenständige Magie auszuüben und sind vor allem sehr wählerisch, was die Auswahl ihrer Besitzer anbelangt. Frage Nummer 3 kommt von Martin Dillwitz und er fragt: Wieso gibt es Werwölfe? Ich meine, es muss ja einen ersten gegeben haben. Eine ziemlich komplexe Frage, wo ich auch ein bisschen weiter ausholen muss. Grundsätzlich unterscheidet man in der magischen Welt zwischen 3 verschiedenen Wolfsarten. Einmal der ganz normale Wolf, der auch in unserer Muggelwelt vertreten ist. Dieser ist eher scheu gegenüber Menschen eingestellt und keine sonderlich große Gefahr.
Dann gibt es noch den sogenannten Werwolf, also einen Menschen, der an Lykantrophobie erkrankt ist und sich jede Vollmondnacht unfreiwillig in einen Werwolf verwandelt. Diese Geschöpfe sind um ein Vielfaches gefährlicher, da sie ihre gesamte menschliche Empathie verlieren, sobald sie sich verwandelt haben. Dazu kommt noch, dass Werwölfe ausschließlich Menschen angreifen. Anderen Tieren gegenüber sind sie eher friedlich gesinnt. Die dritte Wolfsart ist extrem selten in der magischen Welt. Um genauer zu sein, sind sogar nur 2 Fälle bekannt. Und damit meine ich das Resultat, wenn sich 2 Werwölfe in ihrer Werwolfsgestalt während einer Vollmondnacht paaren. Ja, ihr habt richtig gehört. Daraus folgt ein Wurf von besonders großen und schönen Wölfen. Also weder Mensch noch Werwolf. Vom Aussehen her unterscheiden sich diese speziellen Wölfe von normalen Wölfen nur in ihrer Größe. Außerdem sind die Werwolfsjungen um ein Vielfaches intelligenter als normale Wölfe. Wie aber bereits gesagt, ist eine solche Werwolfspaarung extrem selten und bisher nur 2-mal vorgekommen. Auf Dumbledores Wunsch wurden diese beiden besonderen Wölfe in den verbotenen Wald gebracht, wo sie noch heute leben. Sorry, hab jetzt vielleicht etwas sehr weit ausgeholt, deshalb komme ich schnell nochmal zur eigentlichen Frage. Offiziell wurde nicht gesagt, wie der erste Werwolf entstand. Jedoch lässt sich dies anhand eines mehr oder weniger bekannten Fakts ableiten. Es gibt nämlich nur 2 Möglichkeiten, selbst ein Werwolf zu werden, beziehungsweise an Lykantrophobie zu erkranken. Die erste ist gleichzeitig auch die bekannteste. Und zwar wird man durch Kratzer, Bisse oder generell durch Blut-Speichelkontakt infiziert. So wie zum Beispiel Remus Lupin, der von Fenrir Greyback gebissen wurde. Die andere Möglichkeit dagegen bedarf keines weiteren Werwolfs und könnte somit auch zum ersten Werwolf überhaupt geführt haben. Vorher sei aber noch einmal gesagt, dass im Internet stark darüber diskutiert wird, ob die jetzt folgende Information Kanon ist oder nicht, da sich Rowling hier gleich 2-mal widersprochen hat. Ich überlasse euch, für wie wahr ihr dies haltet. Im 3. Teil von Harry Potter wird nämlich der sogenannte Lykakomia-Fluch erwähnt. Ein dunkler Zauber, der den Gegner mit Lykantrophobie infiziert. Sollte dies also wirklich stimmen, könnte ein gebildeter Zauberer, der diesen Fluch beherrscht, den ersten Werwolf überhaupt geschaffen haben, der daraufhin wieder andere Menschen infiziert und immer so weiter. Aber wie gesagt, dies ist ein sehr umstrittenes Thema, da Rowling später auch wieder schrieb, Werwölfe wären nur durch Blutübertragung infiziert worden. Was aber die Frage nach einem möglichen ersten Werwolf wieder unbeantwortet lassen würde. Kommen wir zur nächsten Frage, diesmal von Jere Wolf. Er oder sie fragt: Gibt es in Hogwarts nur Quidditch oder auch andere Sportarten, beziehungsweise welche Sportarten gibt es in der Zaubererwelt? Bei dieser Frage kommt es natürlich auch darauf an, was man selbst als Sportart ansieht. Aber ich bin jetzt hier mal sehr kleinlich. Berühmte Sportarten, die in Hogwarts ausgetragen werden, sind zum Beispiel, wie du schon richtig sagtest, Quidditch. Ansonsten aber auch noch Zauberschach und Koboldstein. Ob man die letzten beiden jetzt als Sport ansehen möchte, das kann jeder für sich selbst entscheiden. Aber vollständigkeitshalber habe ich es hier auch nochmal genannt. Bezogen auf die gesamte magische Welt gibt es dann aber noch andere Sportarten bzw. Spiele. So zum Beispiel der Besensport Ain Jing Jane, welcher bevorzugt im Mittelalter gespielt wurde und somit ein Vorläufer des Quidditch-Spiels war. Beim Ain Jing Jane-Spiel mussten die Teilnehmer auf ihren Flugbesen mit einem Spielball durch eine Reihe brennender Fässer fliegen, um dann anschließend den Ball durch das letzte Fass zu werfen. Wer dies als erstes schaffte, hat gewonnen. Heute ist dieses Spiel aber in Vergessenheit geraten. Ein anderes Besenspiel mit einem unheimlich schwierigen Namen wäre dann noch das Creationen-Spiel, ich hab's definitiv falsch ausgesprochen, welches bis ins 18. Jahrhundert vorwiegend in Schottland gespielt wurde. Es galt besonders unter den männlichen Zauberern als Mutprobe bzw. Männlichkeitsbeweis, was auch mit der Tatsache unterstrichen wurde, dass es nur Männern erlaubt war, teilzunehmen. Wer sich für dieses Spiel bereit erklärt, wusste vom Risiko, dass schwere Verletzungen oder gar der Tod eine mögliche Konsequenz sein könnten. Jeder Mitspieler schnallte sich einen Kessel auf den Kopf und auf das Hornsignal regneten teils schwere Felsbrocken vom Himmel hinunter, die der Spieler mit Hilfe seines Kessels auffangen musste. Wer die meisten Felsen auffing, gewann das Spiel. Durch die Vielzahl an Todesopfern, die logischerweise daraus entstanden, wurde das Spiel jedoch im Jahre 1762 vom damaligen Zaubereiminister trotz vieler Proteste verboten. Dass die Amis manchmal sehr eigen sind, wissen wir. Und natürlich gab es auch eine amerikanische Antwort auf das Quidditch-Spiel namens Quadpot. Dieses Besenspiel ist in Amerika die beliebteste Besensportart überhaupt.
Da dieses Video aber keine Stunde lang werden soll, gehe ich jetzt nicht auf sämtliche Spielregeln ein. Sollte euch das aber interessieren, dann schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Dann kann ich da mal ein eigenes Video zu machen. Andere bekannte Besensportspiele wären dann noch das sogenannte Shotpumps, das Ditchstock und das Switchenhodge, die alle gemeinsam haben, dass sie logischerweise auf fliegendem Besen gespielt werden und schon ziemlich alt und daher eher unbekannt sind. Wenn Hexen und Zauberer jedoch mal keine Lust haben, auf einem Besen zu fliegen, gibt es ersatzweise auch noch die selbstmischenden Spielkarten oder auch Gemeinschaftsspiele wie Snape explodiert oder auch Zauberschnippschnapp. Allein mit dieser Frage könnte ich ein ganzes 10-minütiges Video füllen, was mal wieder beweist, wie tiefgründig Harry Potter eigentlich ist. Die nächste Frage kommt von Mr. Borgen und er fragt, wer hat Quidditch erfunden? Das ist leider nicht ganz so einfach zu sagen, da Quidditch, so wie wir es heute kennen, von vielen verschiedenen Leuten weiterentwickelt wurde. Es gab also nicht diese eine Person, die das gesamte Spiel erfunden hat. Es gibt jedoch ein paar wichtige Namen, die man in diesem Fall nennen sollte. Direkt am Anfang und das auch nur kurz am Rande, der Erfinder des goldenen Schnatzes, Bowman Wright. Jedoch habe ich seine Geschichte bereits in der zweiten Folge dieses Formats erläutert, also wer sich dafür interessiert, kann dort gerne nochmal vorbeischauen. Darüber hinaus gibt es aber auch noch die Hexe namens Gertie Kettle, die um das Jahr 1050 lebte und ein bedeutsames Tagebuch führte. Denn dieses Tagebuch beinhaltete genaue Aufzeichnungen, wie sich das Quidditch-Spiel über mehrere Jahre entwickelt hat. Ihr erster Eintrag handelte zum Beispiel noch von ihrem Ärger gegenüber einer Reihe von Zauberern, die auf Besen fliegend mit einem Ball spielten, der dann jedoch in ihr eigenes Kohlfeld flog. Ihr zweiter Eintrag machte deutlich, dass die Spieler eine neue Regel erfanden. Und zwar mussten sie zukünftig den Ball durch eine Baumkrone werfen, was wahrscheinlich der Vorreiter der Torringe ist. Ihr dritter Tagebucheintrag beschrieb, dass die Zauberer anfingen, Felsen zu verzaubern, die dann versuchten, sie von dem Besen zu stoßen. Ergo die Vorläufer unseres bekannten Klatschers. Das Wort Quidditch wurde aber erst ca. 100 Jahre später in den Mund genommen. Dort schrieb nämlich der Zauberer Goodwin Knien im Jahre 1150 an seinen norwegischen Cousin Olaf einen Brief, wo erstmals das Wort Quidditch als solches zu finden war. Zusammenfassend kann man also sagen, dass es nicht den einen Erfinder des Quidditch gab, sondern es war eine Aneinanderreihung von verschiedenen Ideen von verschiedenen Leuten über viele Jahrhunderte hinweg. So, jetzt kommen wir abschließend mal zu einer Idee, die ich persönlich noch hatte und wo ihr jetzt natürlich entscheiden könnt, ob ihr das gut findet. Und zwar würde ich gerne am Ende jeder dieser Folgen einige Fragen dran nehmen, die man kurz und bündig beantworten kann, ohne lange ausholen zu müssen. Erstens, weil damit viele grundlegende Fragen beantwortet werden können, die vielleicht schon vielen bekannt sind, weshalb es auch sinnvoll wäre, solche Fragen kurz und knackig zu beantworten. Und zweitens, weil so gegen Ende nochmal viele von euch die Chance bekommen, Teil des Videos zu sein. Also schreibt mir auch gerne dazu eure Meinung in die Kommentare. Die erste Frage, die sich kurz und knackig beantworten lässt, kommt von Ginny Sheeran und sie fragt, was haben Zaubererkinder gemacht, als es Hogwarts noch nicht gab? Naja, die meisten wurden zu Hause von ihren eigenen Eltern unterrichtet. Und manche hatten leider auch keine Möglichkeit, ihre magischen Fähigkeiten zu erlernen oder auszubauen. Sebastian Koch fragt, in welchem Haus war Hagrid? In Gryffindor. Ein Gryffindor fragt, wie sind die Schüler eigentlich nach Hogwarts gekommen, bevor es den Hogwarts Express gab? Sie sind mit Besen, verzauberten Kutschen oder anderen magischen Geschöpfen angereist und haben sogar probiert, dorthin zu apparieren. Doch ab dem Jahre 1692 wurde ihnen dies verboten aufgrund des internationalen Geheimhaltungsabkommens. Ab diesem Tag durfte ausschließlich der Hogwarts Express zur Anreise genutzt werden. Finja Büsow fragt, woher weiß Dumbledore, wer zaubern kann, damit er einen Brief hinschicken kann? Alle Menschen mit magischem Blut oder generell mit magischen Eigenschaften werden vom Zaubereiministerium registriert. Es kommt nur ganz selten vor, dass ihnen eine Person entgeht. Oliver Alpha fragt, gibt es in der Zaubererwelt auch Feen und Orks? Orks nein, Feen ja. Diese sind jedoch in J.K. Rowlings magischer Welt eher als Blumenfee oder Elfe bekannt. Sie sind zwar ziemlich hübsch, aber mindestens genauso dumm und von Natur aus sehr streitsüchtig. Newt Scamanders Beschreibung nach sind Feen höchstens 12 cm große Wesen mit durchsichtigen oder vielfarbig schillernden Flügeln. Marina Keller fragt, auf welche Schule gehen die Deutschen? Es gibt wohl eine Zauberschule im Schwarzwald, die aber namentlich nicht bekannt ist. Vielleicht kommen zukünftig noch weitere Infos dazu ans Tageslicht. Die letzte Frage für heute kommt von Alexandra Denz und sie fragt,
Warum hat Voldemort nur 7 Horcruxe und nicht Hunderte? Nun ja, du musst bedenken, dass jeder Horcrux zur Folge hat, dass deine Seele geteilt wird. Sie bereits einmal zu teilen, ist schon ein schwerwiegender Eingriff. Voldemort hat dies aber ganze 7 Mal, wodurch seine Seele auch 7 Mal geteilt wurde. Wenn man jetzt ein wenig Bock hat zu rechnen, was ich jetzt mal für euch gemacht habe, dann erfährt man, dass Voldemort nach seinem 7. Horcrux selbst nur noch 0,7% seiner eigenen Seele in sich selbst bewahrt. Und 0,7% sind jetzt wirklich nicht ganz so viel. Ein Horcrux mehr und er würde nur noch 0,35% besitzen. Und noch ein weiterer dazu, wären wir nur noch bei 0,175%. Ihr seht also, eine unendliche Zerteilung der eigenen Seele ist einfach nicht möglich. Und Voldemort hat mit seinen 7 Teilungen bereits etwas sehr Außergewöhnliches vollbracht. Ja, das war meine sehr ausführliche 4. Ausgabe von Ich beantworte eure Harry Potter Fragen. Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst mir doch gerne einen Daumen nach oben und checkt auch gerne meine Twitter- und Instagram-Seite ab. Das würde mich sehr freuen. In diesem Sinne, euch allen einen schönen Tag, macht was draus und ciao Leute!